In dieser Übung geht es darum, Zugang zur Erinnerung zu finden, entspannt damit umzugehen und das Gedächtnis zu stärken. Sie besteht darin, einen beliebigen Gegenstand an einem ungewohnten Ort abzulegen und ihn bei Bedarf wieder zu finden. Machen Sie die Übung zum Beispiel so. Sie entscheiden sich, Ihr Handy an einem Ort abzulegen, wo Sie es normalerweise nicht tun würden. Zum Beispiel auf dem Tisch im Wohnzimmer. Sie prägen sich den Ort bildhaft und gedanklich ein. Dann gehen Sie weg. Vergessen Sie es ohne Sorge. Am anderen Morgen stellen Sie es vor Ihr geistiges Auge. Sie werden überrascht sein. Der Tisch, wo Sie das Handy hingelegt haben, taucht wie von selbst in Ihrer Erinnerung auf. Sie gehen erfreut hin, nehmen es zu sich und erlauben sich zu staunen, dass es geklappt hat. Achten Sie bei der Übung auf folgende Schritte. Wählen Sie den Gegenstand, den Sie weglegen wollen. Entscheiden Sie sich, wo Sie ihn ablegen wollen und kalkulieren Sie das Risiko, so dass es für Sie stimmt. Lassen Sie Ihren Blick auf dem Ort ruhen und benutzen Sie Ihre Gedanken, um sich den Ort einzuprägen. Tischkante, weißes weiches Tischtuch mit Falte, Sonnenblumen im Hintergrund. Dann gehen Sie entspannt weg und widmen sich wieder Ihren Alltagsgeschäften. Wenn Sie den Gegenstand wieder zu sich nehmen wollen, stellen Sie ihn sich vor. Sie werden merken, dass die Erinnerung daran, wo der Gegenstand abgelegt ist, wie von selbst in Ihrem Gedächtnis auftaucht. Je nachdem, wie Sie veranlagt sind, als Bild des Ortes, als verbaler Ausdruck oder als Begriff. Spüren Sie die Freude, das Staunen und die Erleichterung, die entsteht, wenn Sie den Gegenstand wieder zu sich nehmen. Der Sinn der Übung besteht darin, während einer Handlung ganz bei der Sache sein, sie dann loslassen und dem Unbewussten überlassen können, um sich bei Bedarf entspannt der Erinnerungskraft zu öffnen. Wenn Sie sich diesen Prozess zur Alltagsgewohnheit machen, arbeiten Sie mit den Gesetzmäßigkeiten der Gedächtnisbildung und stärken Ihre Erinnerungskraft maßgeblich. Das war die erste Übung aus einer Reihe von 7 Sequenzen mit je einer praktischen Alltagsübung und einer ergänzenden eurythmischen Übung. Die eurythmische Übung zeigen wir in einem separaten Video. Führen Sie diese Übung 1 bis 2 Wochen durch und wechseln Sie dann zur nächsten Sequenz.